Ich sehe schon den Unterschied, dass die Geschichte im Hintergrund für manche komplexer ist und für manche ein bisschen einfacher zu durchblicken. Die kommen schneller durch das Thema durch. Ja. Und das ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist und dass wir die Essensgeschichte schon schneller lösen können und trotzdem noch Dinge übrig bleiben, an denen wir arbeiten können, so, ne? Aber Genau. ich sehe es auch, also ich beschreibe es immer als die Tür, die uns jeden Tag angeboten wird, mehrfach. Und wir Genau. können uns entscheiden, da durchzugehen und nachzugucken, Ja. oder eben nicht. Und zu gucken, was uns davon abhält, durch diese Tür zu gehen, ne? Weil da verstecken sich Genau. ja auch total viele Gefühle, Ängste und so, ne? Genau, und das ist Ja. auch so wichtig. Also diese emotionale Selbstbegleitung, von der ich eben sprach, ne? Das ist eben nicht, das ist ein Weg an den Grenzen entlang. Also dass du eben genau diese Gabelung, diese inneren Gabelungen, wie du gerade meinst, Ilga, wo wir jeden Tag oder fast die meisten Menschen jeden Tag eben stehen, ne? Gehe ich den Vergangenheitsweg, ja? Gehe ich den Überlebensweg, greife ich zum Essen? Was wirklich lange Zeit auch noch so sein muss. Also auch da möchte ich gerne Lanze brechen für die Menschen, die sagen, Mensch, ich kann das irgendwie gar nicht so. Es beginnt erstmal, wenn man von einem bestimmten Wind, von einem Vergangenheitsfluchtwind getragen ist und man dreht sich um, wie ein Mann, den ich ausbilden durfte, mal so wunderbar gesagt hat, dann hat man erstmal Gegenwind. Und dann ist es einfach auch natürlich, dass wir diesem Wind eben oft auch gar nicht begegnen können, ja, so dass es wirklich meine Erfahrung ist, Heilung geschieht dadurch, dass etwas dazukommt und nicht, dass etwas weggeht. Wenn was dazukommt, Ja. letztlich ja ein tiefes Verständnis, eine Liebe, eine neue Erfahrung. Ja, wenn wir das Essproblem nicht nur als mentales Problem sehen, sondern als tiefes emotionales Problem, dann, wie du gerade meintest, dann bietet sich diese Tür jeden Tag an. Und es geht darum zu gucken, wenn ich merke, ich kann da nicht durchgehen. Okay, was ist an der Stelle? Ne? Was ist, wenn wir unterstellen, du hast gute Gründe? Was ist, wenn wir einfach unterstellen, du hast gute Und Gründe? das ist so, Ja, ne? Ja. und dann bleiben wir da ein Momentchen stehen. Ja.